Ja, und ich glaube, die erste Neuheit, die eigentlich so wirklich auffallen sollte, ist bei den Predators, das hat sich nicht wirklich viel geändert, aber bei Bayern Apex im Lineup heute ist Rose, ein Spieler, den man, ich glaube, jetzt in der UDCM selbst noch nicht so oft gesehen hat. Ich glaube, einmal, wenn überhaupt. Und der natürlich auf der DPS-Rolle, mal gucken, ob er da auch jetzt mit ins Roster überhaupt dann reinpasst, ob er da wirklich dann gut funktionieren kann. Man hat ja eigentlich dann wirklich keine Synergy auch, weil er neu jetzt im Team ist und das könnte nochmal ein wichtiger Punkt werden heute dann für die Predators, ob sie da vielleicht dann drauf bauen können, dass da eventuell Bayern ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, nicht so gut ist mit den Calls, mit der Synergy. Ja, da, das ist natürlich immer wieder so ein Faktor, ne? Also wirklich, da muss man drauf aufpassen. Gerade neue Leute sind immer ein bisschen schwierig mit einzuarbeiten, aber wir haben ja schon gesehen eigentlich, dass sie da mit dem Lineup auch was Gutes gerissen haben. Also dementsprechend ist da, denke ich mal, alles möglich, Freunde. Damit geht's ja auch los. Ihr könnt natürlich gerne mal ein bisschen zeigen, für wen ihr seid und damit einfach erstmal B Apex für Bayern Apex in den Chat eintippen. Dann habt ihr da das gewisse Teamlogo oder natürlich Predators und damit könnt ihr dann unterstützen, einfach für wen ihr seid. Wer glaubt, ihr wird hier gewinnen? Es geht auf jeden Fall direkt rasch los, mitten auf dem Punkt. Will man hier fighten? Clary versucht sich da ein bisschen ja in der Deckung mit dem Senator zu beweisen, aber die werden alle in diesen Chokepoint hier reingedrängt und damit hat Rose hier einfach freies Feuer. Ja, diese Floats kommt, die ist natürlich ziemlich stark. Man kann halt die Exo einfach auf Winston direkt reinschicken in den Punkt. Dadurch, dass halt gar kein Space jetzt zur Verfügung war für die Predators und Faman auf dem Highground einfach uncontested stand, konnte er Discord Orbs for free reinspammen. Er konnte so viel Damage auch drücken und das zeigt sich auch wieder in den Ultmeter. Man sieht auch schon, Exo hat die Primal Rage schon fast ready. Rose auch schon bei 70% jetzt auf dem Graph. Also, das sind schon sehr eindeutige Zahlen. So sieht das aus, also richtig, richtig stark jetzt hier und damit auch bin ich mal gespannt drauf, wie Rose jetzt hier vielleicht gleich mit der Graph das Ganze engagen kann, denn der ist kurz davor, da kommt der Engage und jetzt gleich geht's los, aber Sasuke ist jetzt schon down. Trotzdem, Rose hat die Graph, hat die Option, nochmal hier zurückzuschlagen. Exo auch mit dem Primal Rage kann das eröffnen und das sieht gut aus für Apex. Damit gehen sie immer noch ziemlich stark gegen an, gegen einfach den Angriff hier von Predators. Da kommt sogar die Graph nochmal am Ende raus, der Self-Destruct hinterher und das Feld ist geräumt. Ja, damit haben sie auch schon 40% gecapped. Ich weiß gar nicht, ob die Self-Destruct noch unbedingt nötig war, weil die Predators haben sich schon zurückgezogen. Also ein schöner Cleanup-Kill war es trotzdem. Man hatte immer noch den Feed auf Ponda, aber wie du schon sagst, es war eine relativ gut ausgeführte Comp schon mal. Man muss aber jetzt zurückkommen. Jetzt haben natürlich die Predators schon einen leichten Ult-Vorteil, denn da kommt auch schon die Rally von Phoenix direkt aus. Da geht es direkt los und damit jetzt hier auch die Combo wäre bereit. LVN könnte das Ganze beginnen. Das tut er auch. Die Graph tritt aber gerade mal nur auf Simi. Transzendenz hinterher und damit, ja, Simi ab in den Abgrund. Die Bombe kann auch einfach aufgefressen werden. Rose hat den Schild parat und jetzt geht's los mit der Soundbarrier. Will Apex gegenhalten. Auf der anderen Seite kann man aber genauso antworten. Alle in dem Chokebund und hier geht's richtig ab. Faven in die Ecke gedrängt. Cookie will den Alpha nur zermatschen und Raffet hilft auch nochmal aus und damit kriegen sie gut den Schaden hier raus, aber ob das hier reicht, ist die Frage. Denn immer noch halten sie hier gut gegen. Und Bayern Apex kriegt auch den nächsten Kill. Da wurde jemand runtergeschubst. Es ist Rose und der. Ja, man hört nur noch den Schrei, wie er runterfällt. Mehr auch nicht. Aber Apex immer noch hier im Vorteil können. Der richtig gut gegenhalten. Da kommt der Primal Rage. Da kommt aber nochmal die Graph. Sasuke ist drin gefangen und auch direkt down. Kann da nicht viel machen. Und hiermit jetzt die Chance. Könnten sie das hier vielleicht nochmal drehen? Beide in die Ecke getrieben. Und Exo hat den Taser bereit mit seiner Tesla-Cannon. Kann er hier einfach sich behaupten und zeigen, wer der Affe auf dem Platz ist. Die Graph, die braucht man auch gar nicht erst. Und damit hier Bayern Apex mit dem ganz klaren 100 zu 0. Ja, 100 zu 0 ist schon sehr decisive, muss man sagen. Und ich glaube, man hat es auch schon so ein bisschen gesehen, dass Apex einfach auch viel mehr mit diesen Environmental Kills gearbeitet hat. Man hat, ich glaube, in jedem Fight von auf der Seite von Apex mindestens einen Boob-Kill gemacht, wenn nicht sogar zwei. Natürlich dann auch mit der Primal Rage. Also da muss man halt echt aufpassen, wenn man schon hier bei Nepal im Sanktum spielt, dass man halt dann wirklich nicht so nah an den Highground rankommt, dass man diese Möglichkeiten überhaupt da bietet. Aber nichtsdestotrotz ist halt diese Floats kommt. Ich glaube, dadurch, dass die Bayern Apex ein bisschen besser auf Tanklasten kommen sind einfach, dadurch, dass sie halt da einen kleineren Vorteil haben, dass sie das jetzt halt vielleicht rausholen können, jetzt die Predators denn auf Village. Man sieht nämlich auch schon Levin auf der Pharah und Phoenix auf dem Hanzo. Da wird jetzt wahrscheinlich die Divecom kommen. So sieht es aus und ja, mal schauen, wie sie das hier ausspielen werden. Gehen auch direkt über den Highground. Also wollen da nicht auf den Punkt fighten. Exo führt seinen Trupp hier an, vorne mit dabei, aber muss halt gegen ja diese Pharah da ankommen. Und hier die Predators, können sie vielleicht den Poke Damage hier setzen. LVN macht sich auf. Bonda ziemlich low, wird hochgeheilt, gar kein Problem. Und jetzt geht es ja eher auf den Punkt. Ja, da wird es halt richtig interessant, denn LVN
Mal schauen, ob er sich wirklich die ganze Zeit für eine Seite entscheidet oder hin und her rotiert mit seinem Team. Die Zusammenarbeit zwischen der Fire Mercy Kombination und dem Rest des Teams ist hier richtig spielentscheidend. Man muss schauen, dass man da wirklich von zwei Seiten einfach angreift, aber bis jetzt trauen sich nicht so wirklich. Der Punkt wird abgegeben und der Schaden, der kommt auch nicht so wirklich durch. Ja, man probiert zwar mit der Barrage hier jetzt von Levin irgendein Target zu bekommen, man kriegt auch Exo und jetzt auch noch Famen, also da hat sich dann doch ausgezahlt, dass sie den Punkt auch ein bisschen hergegeben haben. Man kriegt nämlich jetzt auch noch Ponder mit dem Jumpback auf den Punkt und ich glaube, jetzt ist es nur noch ein Cleanup für die Predators, also die haben das total richtig ausgespielt. Man hat drauf einfach gehofft, dass halt Levin und Phoenix so viel Damage, so viel Spam-Damage reinbekommen, Poke-Damage in diesen Choke, der halt am Point ist und Exo halt irgendwann auch kein Shield mehr hatte, dass man dann einfach die Barrage bekommen hat und auf der Ult kann man halt dann quasi die nächsten Fight einfach triumphieren. Ganz genau. Und hiermit kann man natürlich jetzt auch weiterhin viel besser gegenhalten, denn jetzt kann man von Anfang an sehr schön den Poke-Schaden setzen, aber Binapix marschiert einfach direkt zum Punkt hier durch, ohne auch wirklich viel Schaden gefangen zu haben. Und damit kriegen sie auch den Punkt direkt geflippt. Also da konnte man nicht wirklich contesten. L4N wird jetzt auch angegangen, muss aufpassen, dass er da von Simi einfach nicht aufgefressen wird. Aber da kommt der Nanobus, der Schaden sitzt mitten auf dem Punkt. Cookie kann das einfach nur hier brutzeln lassen mit dem Nanobus. Ist sein Winston natürlich verdammt stark und das zeigt er hier. Auch der nächste Kill gehörte ihm und damit ist Exo ziemlich alleine. Denn Rose, der platzt einfach und alleine und der Drache, der fährt da nochmal drüber. Gar kein Problem. Hessen Predators nehmen den Punkt ganz schnell wieder an. Ja, ich wiederhole mich da auch nur ziemlich ungern, aber dieses Prinzip, wie Predators gerade ihre Kombo runterspielt, ist einfach phänomenal gut gegen die beiden Apex. Man lässt einfach Levin durchspammen. Auch Raffid, der halt am Highground oben steht, mit den Anti-Nets die ganze Zeit on point, hat nicht nur den Nano-Boost auf Cookie, der dann die ganzen Apex gekillt hat, sondern natürlich auch mit der Anti-Net den kompletten Heals denied. Also da zeigt sich natürlich die Stärke, wenn sie für das kommt und da auch direkt der Engage. Sehr stark hier von Levin, aber trotzdem nur einer und das. Da könnte man vielleicht ausgleichen. Nein, da verliert man auch schon direkt die Moira ohne den Main-Support. Da kann man als Goat kommen natürlich nicht allzu viel machen. Das wissen sie, das merken sie, ziehen sich dementsprechend auch zurück. Aber immer noch passt der Ausgleich hier. Also jetzt Predators gerade eben die Führung bekommen, aber trotzdem mit den Tank-Ultimates. Ich denke, da ist noch einiges machbar. Ja, man muss natürlich auch aufpassen, wie man diese Graph richtig setzt, weil gegen diese Dive-lastige Comp, also Levin Graph wird sowieso ziemlich schwer und dann auch noch die Defense-Matrix von Lodgehoff, also es wird sehr, sehr spannend, welche Ults kommen. Und wie ich schon sagte, da ist auch schon direkt der Eid, aber Self-Destroy kommt noch hinterher, jetzt werden alle Ults gezündet. Das war richtig schön von Lodgehoff gespielt, einfach hier so getan, als würde er wegfliegen, dreht sich kurz um und verspeist die Graph und da der nächste Nanobus ist am Start. Cookie schon wieder mitten auf dem Punkt und da kann auch selbst der stärkste Tank nicht gegen anhalten. Phoenix ist auch nochmal zur Stelle, 80% jetzt für die Predators, Bayern Apex unter Druck. Ja, und so langsam wird es halt close, man hat nur noch diese paar wenigen Prozente, um diesen... diese wenigen Prozente zu holen. Und ja, Rose ist halt natürlich jetzt auch noch gestaggert worden. Deswegen wird es echt knapp. Man muss irgendwie noch auf den Punkt kommen. Und ja, ich will nur ungefähr sagen, aber Levin hat schon wieder die Barrage ready. Und ja, da laufen die Apex einfach nur einer nach dem anderen rein. Der Dragon von Phoenix noch direkt hinterher. Und ich glaube, das sieht so aus, wie der Prius diesen Punkt hier auch direkt mitnehmen. Ja, denn da kann man nicht mehr viel gegen machen. Das ganze Team fehlt da einfach schon. Kein Druck mehr zur Stelle. Und die Predators bekommen damit hier den Ausgleich hin. Das heißt, wir begeben uns hier auf den allerletzten Punkt. Und damit bin ich mal gespannt drauf, wie das denn hier auf dem Tempel laufen wird. Ja, man muss wirklich aufpassen, wenn man auf Village spielt und man spielt diese tanklastige Ghost Composition, dass man halt, wenn man schon gegen eine Pharah spielt, dass man halt probiert, so viel Poke Damage wie möglich zu denyen. Man muss einfach gucken, dass man halt diese Barrage so lange wie möglich rausziehen kann, um halt dann so lange auf dem Punkt wie möglich zu überleben. Am besten Exo mit dem Shield noch so lange wie möglich das halt aufrecht zu erhalten, aber das haben sie halt nicht konsequent genug umsetzen können und da hat man auch gesehen, die Predators, die punishen da einfach jeden Fehler. Und so geht's auch direkt weiter hier auf Shrine. Man spielt genau dieselbe Dive, kommt runter, Apex bleibt immer noch auf der Zen-Goats-Komposition und hoffentlich wiederholen sich da nicht dieselben Fehler bei denen, denn sonst, glaube ich, sieht es ein bisschen eng aus. So ist es und hier mit Exor wieder auf dem Reinhardt, führt seinen Trupp hier an und diesmal muss das ein bisschen besser laufen, denn wieder wartet hier der Druck der Pharah und der Hanzo-Kombination auf ihn und damit bekommen sie auch schon den ersten Kill. Feynman ist down, kein Discord, kein Healing Orb mehr im Spiel für Apex. Und damit müssen sie mit einem Support weniger klarkommen. Ist immer noch möglich, ist immer noch machbar. Sind jetzt hier auch erstmal in Deckung hier in diesem Raum. Aber ja, die Predators, die greifen natürlich direkt an. Die sehen hier die Chance und der Schaden der Sitzexo ist ziemlich low. Und der Heal, der fehlt und damit wird er auch einfach fallen.
Ja, man gibt so viel Space auf, dadurch, dass halt Levin uncontested ist und auch Raffid, der Zen Fayman hier nicht mehr am Start war und man kriegt auch noch den D-Mag. Also an der Stelle wird so viel Ult-Charge einfach hergegeben an die Predators, dass man wirklich vorsichtig sein muss. Man hatte auch diese Early Rotation, dadurch, dass man halt dann auch direkt ja, den Senator verloren hat, schon wieder 40% Ult-Charge hergegeben an Levin und das wird halt, wie ich schon vorhin sagte, einfach direkt gepunished von den Predators, aber Apex? Ja, die haben das nur mal neu gedreht, wie das aussieht. Also ja. Die haben auch die ersten Prozente, haben den Schaden irgendwie dann doch noch durchbekommen. Exo hat da gute Arbeit geleistet, kommt als Winston zurück, kann das Ganze finishen. Und auch Rose vor allem, der hat jetzt die Graf, der hat da richtig stark aufgeräumt. Und damit kann auch den nächsten Fight direkt richtig stark agieren. Trotzdem warten 5 Ultimates auf ihn und die können natürlich höllisch wehtun. Und da aber kommt doch schon direkt die Graf, Transzendenz als Antwort. Aber die Rocket Barrage, die lässt es einfach nur Schaden regnen. Und damit kommt Apex nicht ganz so gut klar. Ja, Apex muss da wirklich aufpassen, dadurch, dass man überhaupt keinen wirklichen Contest hat gegen diese Fire, dass die halt wirklich, wie ich schon sagte, nicht so viel Space bekommt, aber Fayman auch wieder 2 gute Kills, dadurch, dass er die Coalescence benutzt hat, muss man halt gucken, ob man diese Trades aufrechterhalten kann, dadurch, dass halt 55% schon gecapped sind, ist jedes weitere Prozent umso besser und Exo natürlich auch direkt mit der Primal Rage will es am Leben halten, auch Ponder jetzt noch direkt den Beat hinterher, um so viel Sustain wie möglich zu schaffen, um halt diese Response wieder auf den Punkt zu bringen. Und Levin wird sogar von Exo hier angegangen, aber der kommt da nicht ganz so gut rum. Auf der anderen Seite fällt jetzt hier Rose 70% jetzt schon für Apex. Predators müssen jetzt die ganze Sache einnehmen, die müssen das drehen. Das sieht gut aus, der Phoenix setzt den nächsten Headshot. Jetzt geht's rund, Fayman ist down und Levin lässt es regnen wieder mal. Aber trotzdem wird noch contestet, solange wie es geht. Denn das ist das einzige Ziel gerade von Apex, so viele Prozente sichern, wie sie können. Und damit, glaube ich, bleibt es hier bei 87. Trotzdem, das ist schon mal ein guter Vorsprung. Das ist auf jeden Fall ein guter Vorsprung. Man hat auch natürlich noch die ein oder andere Ult mit Simi, der hier die Self-Destruct quasi noch bereithält und wahrscheinlich auf Rose wartet, dass er hier mit der Graviton Surge die Combo dann verfüllen kann. Natürlich aber auch Levin wieder mit der Barrage. Ich meine, zu diesem Zeitpunkt wird er eigentlich immer die Barrage ready haben, weil so viel Ult-Charge einfach hergegeben wird, dadurch, dass er diese Tanklastige Combo spielt. Aber auch schon die ersten Switches jetzt von Apex, was ganz Neues. Man packt hier den Genji aus. Und die Widow, um natürlich ein bisschen mehr Pressure rauszuholen. Und das hat sich auch schon direkt bezahlt gemacht. Ja, und auch noch die anderen mit dazu. Die sieht man ja so an sich nicht so oft. Und hier Rose direkt mit 2 Headshots kann die Sache drehen. Richtig stark von seiner Seite. Und damit natürlich jetzt die Frage, wie gehen sie es weiter an? Denn Rose, der ja, kriegt immer noch die Shots hier raus. Denn Yatta auch wird ebenso mit einem Flickshot rausgenommen. Rose kann hier richtig schön mit der Widow glänzen. Mit dem Grapple Shot geht er direkt hier oben drauf. Die Pharah aus der Luft geschossen, denn der ist ein wahrer Totraum-Experte. Was ist das denn, Rose? Oh mein Gott, wieso hat der Widow nicht von Anfang an gespielt? Ja, es scheint einfach so was Leichtes für ihn zu sein, diese Heads zu klicken. Damit flippen die auch den Punkt extra rüber. Er hat auch seine Wallhacks quasi angemacht. Zum Spaß, als ob er es nicht bräuchte, die kriegt das auch noch Raffid. Wie du schon sagst, ist es sehr interessant, dass dieser Pick nicht früher kam. Denn anscheinend haben sie dann gerade den schlafenden Titanen geweckt. Und jetzt müssen die Predators irgendwie noch auf den Punkt kommen und diesen Contest am Leben halten. Und hier immer noch Rose an der Seite, ist hier komplett uncontested, hat ein freies Sichtfeld und das ist der erste Kill. Phoenix an der Seite, ist der zweite, Lucio grindet im und her auf den Punkt, er will contesten, er gibt immer mehr, aber Raffid, ja, der kriegt zwar nur einen Kill, das reicht aber vielleicht nicht ganz aus, denn sein ganzes Team ist da schon down. Auch er wird jetzt hier fallen, die Overtime tickt runter und Bayern Apex gewinnt die erste Map. Damit 1-0 in der Series, auch nochmal das Play of the Game hier. Ich hoffe, es war Rose. Das hätte er sich auf jeden Fall verdient. Absolut insane Widow Play. Ja, es ist auch Rose, aber leider nicht auf der Widow. Zeigt uns nochmal. Definitiv auf jeden Fall wirklich gute DPS-Spieler. Nicht nur auf der Widow, natürlich auf der Zarya. So viel Damage per Second rausgemacht. Rausgeholt auch für die Apex dann. Und ich genau das ist es natürlich, warum sie ihn reingeholt haben mit dieses Roaster. Und ja, hier, das war einfach nochmal der Cleanup. 100% High Charge Zarya ist natürlich sehr schwer zu contesten. Vor allem, wenn man in so einem kleinen Raum ist und man einfach nur Rechtsklick spammen kann. Ganz genau, so sieht es aus. Und ja, also wirklich hier Rose, richtig starke Performance einfach. Auch auf der Zarya, wie der den Fight überhaupt auf Schein den ersten Fight gedreht hat überhaupt. Ne? Also die haben halt den Nerd am Anfang verloren. Das ist normalerweise für so eine Ghost-Komposition einfach nur der Genickbruch. Du kommst da eigentlich nicht wirklich weit. Aber er hat einfach da wirklich sich guten Schaden rausgelassen und damit auch sehr schnell die Ghastly Graph bekommen. Das haben wir auch schon des Öfteren gesehen, ob in ODCM oder Contenders oder sonst wo. Meistens die Zarya, die zuerst die Graph hat, gewinnt er auch meistens auch das Match dafür, weil das halt so eine starke Ultimate ist. Wir befinden uns ja sowieso in so einer Ultimate-Tank-Meta und deshalb gerade Zarya ist da so ein Key-Faktor in diesem Game
Und das hat der Rose auch wieder bewiesen. Trotzdem aber auch, finde ich sehr schön, dass er da einfach dann sagt, okay, jetzt genug von der Feuerwehr, ne, egal. Sarah, ja, schön und gut, let's go, ich mache einfach die Widow. Und so confident zu sein, dass er sagt, ich schieße die einfach alle um. Also da auf jeden Fall auch nochmal Riesenrespekt an der Stelle, dass er da das eben bewiesen hat. Und ja, also ich glaube, der hat auch die Feuerwehr Mercy-Kombination das erste Mal geholt. Die kommen aus dem Spawn direkt wieder. Also das ist schon mal echt eine Ansage. Ja, also das war absolut, ich wollte schon fast disgusting sagen, das Gameplay. Er kommt aus dem Spawn raus und er klickt halt einfach mal, ich glaube, es waren 4 Leute insgesamt, die er einfach mal weggeheadshottet hat. Also das ist halt wirklich eine richtig dominante Performance von Rose gewesen an der Stelle. Und dadurch, dass es halt auch, ich glaube, bei 90% war für Apex am Punkt, waren es auch sehr wichtige Frags, die man ersetzen musste quasi. Also wirklich, da haben sie keinen Fehler gemacht, Rose ins Team mitzuholen. Natürlich müssen die Predators aufpassen, wenn halt die Comp gewechselt wird, dass man auf Genji und Widow wechselt, muss man halt leveln auf der Pharah ein bisschen defensiver halten einfach. So ist es. Und ja, wir brauchen, denke ich mal, einfach eine klitzekleine Pause, Freunde. Und dann würde es auch gleich direkt hier weitergehen. Also, ja, eine spannende erste Map. Mal schauen, was gleich die nächste sein wird. Aber das sehen wir dann, wie gesagt, nach einer 2 Minuten Pause. Ne? Nicht lange, holt euch kurz Erfrischung oder sonstiges. Und danach geht es hier direkt gleich weiter. Und damit sind wir auch schon direkt wieder bereit. Und ja, ready für Map Nummer 2. Wie gesagt, sorry dafür. Kurze Information, ne, falls auch irgendwas nicht hier ganz reibungslos läuft, dann ist das halt mein Fehler. Denn, ja, PC neu aufgesetzt und sonstiges. Ich mache Regie. Ist ein bisschen, ne? Ihr wisst Bescheid. Nusrino Production kennt mich ja, ne? Deshalb. Ultra scarf. Nur damit ihr es wisst, okay? Also, wenn ihr irgendwas zu blamen habt, dann mich. Ne? Immer mich, mich anschreien, damit ich das auch direkt ändern kann. Damit würde ich auch sagen, ja, kann es auch gleich eigentlich direkt hier losgehen, meine Damen und Herren. Damit geht es los auf Nombani, wie ihr hören könnt. Und damit bin ich mal gespannt drauf, wie das hier auslaufen wird. Ja, Nombani ist natürlich eine, ich sage jetzt mal, relativ dive-lastige Map. Also man hat ja viel Highground, vor allem auf den ersten 2 Punkten. Da kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht wieder Levin auf die Pharah setzt oder vielleicht auch Phoenix wieder auf den Hanzo oder einen anderen Hitscan oder Projectile, der da auf dem Range Damage machen kann. Und wir müssen natürlich auch aufpassen, was bei einer Apex hier auspackt. Die sind natürlich schon bekannt, sage ich mal, hier auf Nombani, vor allem in der Attack dann auch, ihre Quad-Tank-Composition zu spielen oder auch in der Defense ihre Goats-Compositions. Also das könnte nochmal wichtig werden, es könnte auch nochmal interessant werden, was sie da jetzt genau spielen. Ob vielleicht die Predators eine spezielle Taktik vorbereitet haben, denn Apex hat sich, glaube ich, schon so ein bisschen Namen gemacht.
Ja, schon so ein bisschen. Die sind ja immer wieder besonders einfach auf ihren Heroes und mal gucken, ob sie das auch weiterhin durchspielen können. Bin gespannt drauf, einfach auch auf Simi, wie der noch weiter mithalten kann, weil also, wenn er natürlich weiter auf Diva bleibt, ich denke, er macht da immer noch einen guten Job, ganz klar, ist okay. Die Zusammenarbeit läuft auf jeden Fall. Trotzdem sehe ich auch da gerade Lord Josh, dass er da ein guter Konkurrent sein könnte. Und ich irgendwo sehe ich auch, dass gerade bei so einem Ghost gegen Ghost Duell, dass es vielleicht auf diesen Diva-Faktor halt ankommt. Denn natürlich auch die Diva, die da mehr Grass frisst oder sonstiges, da einfach mehr Value rausbekommt aus dem Hero, könnte da dann die Oberhand ergreifen. Und es könnte sein, dass dadurch vielleicht Lord Shosh ein bisschen besser glänzen kann. Geht jetzt aber hier für den Roadhog. Und das ist nämlich etwas, das hätte ich eher halt von Simi erwartet. Dass er halt Roadhog geht, dass er eher so ein Roadhog-Spieler ist. Dementsprechend halt nicht so stark auf Diva ist. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie Lord Shosh dann auf dem Schweinchen hier Pauksland wird. Ja, ich gebe dir da auch vollkommen recht. Die ist auf jeden Fall interessant. Man hatte eine Sombra zum Scouten vorausgeschickt, um halt schon mal zu checken, was für eine Kompta steht. Und jetzt auch schon den ersten D-Mag, weil wirklich sehr aggressiv gespielt wurde von den Apex, muss man wirklich vorsichtig sein, dass man da nicht gehuckt wird und auch nicht mit dieser Orisa-Barriere hier so aggressiv reinspielt, denn die haben so viel Damage. Die haben da Level mit dem Soldier, Clary auch auf dem Senator mit dem Discord-Orb. Also das ist sehr gefährlich, jetzt diesen Highground dort zu berühren. So sieht es aus. Und da natürlich jetzt hier Payment versucht da die Kugeln zu landen, versucht da den Schaden zu setzen. Ponda, der Erste, der hier down ist. Und da kommt man irgendwie nicht mehr so ganz gegen an. Einfach einer nach dem anderen Platz. Aber schon wieder ist die Graf da bereit. Rose hier kann vielleicht die ganze Sache den Raffet ist nämlich direkt hier down. Das sieht stark aus. Auch Clary, der fällt einfach. Und hiermit kann man sehr stark dominieren. Alles nur mit der Hilfe von Rose, von dieser grandiosen und vor allem schnellen Graf. Meine Güte, wie hat er das denn hinbekommen? Ja, man muss wirklich aufpassen, wie du schon sagtest, Lord Josh auf dem Roadhog, der kann viel Value vielleicht rausholen, aber natürlich auch Roadhog, dadurch, dass er halt so tanky ist und auch sich mit diesem Selfie auch immer im Leben hält, kann natürlich auch sehr viel Ultra-Chair geben an das gegnerische Team. Und das könnte ein springender Faktor werden, wie Rose zum Beispiel auch diesen Graph bekommen hat, dadurch, dass er halt wirklich so viel Left-Clicks einfach nur reingespammt hat, dadurch, dass die Brüder das auf dem Highground gepusht sind. Man hat auch den weiß er komplett denied und dadurch hat man die Komplett quasi einfach nochmal so ein bisschen gewechselt. Man wechselt auch direkt auf die Flows, kommt um mitzuhalten und im Instant Beat zum Engagen. Also geht's hier nach vorne, aber so viel bekommen sie daraus einfach nicht raus. Denn aus dem Choke schaffen sie es nicht. Exo springt da nochmal nach vorne, wird runtergeschubst. Da kommt jetzt hier die Counterbarriere, Transzendenz aber direkt hier von den Predators und damit wollen sie aggressiv spielen, aber immer wieder kriegt Apex da die bessere Antwort. Und auch Rose ist da einfach schon viel, viel weiter auf der Graph. Vielleicht kriegt er diese auch direkt wieder parat und damit kann er hier zeigen, wer die Sari auf dem Platz ist. Da kommt sie auch und da trifft sie auch wieder sowas von viele die Bombe mit dazu. Und hier geht einfach alles in die Luft. Apex kann hier wieder mal beweisen, dass sie das Tank-Team sind. Und wieder einfach die Combo, einfach, die sind alle schon wieder gestorben, bevor die Combo eigentlich durch war, diese typische Giganti-Strat, man killt einfach alles im Graph, bevor die Self-Destruct überhaupt irgendwas rausholt. Und wie du schon sagtest, man hat nicht wirklich viel Value rausholen können aus den Ultimates, man musste mit Rapid Speed erstmal engage, um aus dem Choke zu kommen, dann hat man Clary's Transcendence sofort hinterhergehaut, um überhaupt am Leben zu bleiben und Faemon hat dann einfach nur seine eigene Trans gedrückt, um damit das komplette Team Apex am Leben zu halten. Das heißt, da werden Ults getradet, teilweise 2-1, das ist einfach nicht gut für die Predators, man muss gucken, dass man irgendwie eine Value-Ult reinbekommt. Oh, und da auch sehr schöne Rotation einfach. Sie sehen, dass Cookie da mit dem Prime Rage auf sie draufjumpt. Deshalb gehen sie zum Punkt, damit sie nicht runtergeschubst werden. Und Elfa entfällt, kann seine Graph also nicht benutzen. Dementsprechend mehr Zeit wieder mal für Rose, seine eigene Graph zu chargen. Der ist schon wieder bei 95%. Der hat sie schon verraten. Was ist hier denn los? 3 Graph zu 0. Denn Levin kommt erst nicht mal dazu. Und diese Zeit muss man natürlich auch im Kopf behalten. Du sagst ja 3 Graphs, man hatte ja gerade 3,5 Minuten Spielzeit, nicht mal. Das ist ein Graph pro Minute, wenn nicht sogar weniger. Absolut insane, wenn man mal überlegt, dass er hier gegen eine Ghost Composition, eine Floats Composition sogar spielt, wo man eigentlich gar nicht so viel Angriffsfläche hat, außer vielleicht die Diva, aber Lord Josh hat ja gar nicht so lange Diva gespielt bis jetzt. Und Predators müssen wirklich aufpassen. Sie haben 5 Ults ready gerade, man zündet auch die Rally direkt zum Engage. Man muss es jetzt irgendwie zu funktionieren bringen. Man hat nämlich nur noch 10 Sekunden. Oh, und Ponda ist auch down. Das ist eine sehr gute Eröffnung. Semi geht auch Richtung Pump und frisst einfach mal wieder die Graph. Richtig starkes Mindgame. Auch er macht hier einfach den Flick nach hinten. Oh, no. Die Counter-Graph, die sitzt. Die Bombe ist mittendrin und hier geht alles in die Luft. Nein, nur Elfen. Es reicht aber, denn keiner ist mehr auf dem Punkt. Das war grandios gespielt von Apex. Und wieder kamen sie von den blauen Bergen. Ob sie unbesiegt bleiben, steht natürlich noch am Horizont in den Sternen. Aber diese
Aber diese Flawless Composition in der Defense hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht hier. Man hat den Predators überhaupt keinen Space gegeben zum Arbeiten. Man hat so schön die Ults rausgetradet. Ich würde ja schon fast Baiten sagen, aber das war es dann wirklich auch nicht. Und den ersten Punkt gehalten mit genau 0%. Also man hat nicht mal diesen Punkt berührt. Ist natürlich, ich weiß nicht, schon ein hartes Pflaster. Man muss jetzt echt schon mal auf der Seite von Brilliant das überlegen, ob man da wirklich die richtige Comp gespielt hat, ob man das richtig angegangen ist, ob man nicht vielleicht eine andere Rotation hätte machen sollen, irgendwie das Pathing auf den Lowground verlegt oder probiert dann irgendwie behind zu gehen auf den anderen Highground. Also man hat ja viele Möglichkeiten und Brilliant das sah nicht so aus, als hätten sie die richtige gefunden. Ne? Jetzt müssen sie natürlich verteidigen und das nicht nur irgendwie, sie müssen sogar den ersten Punkt halten, ohne auch nur ein Drittel herzugeben. Und das, glaube ich, wird nochmal richtig spannend. So sieht es aus und damit natürlich auch nochmal ein ganz kurzer Hinweis an den Stream, wenn ihr coole Plays seht oder sonstiges und ja, so nett seid, dass ihr Twitch-Clips davon macht, dann postet ihr auch bitte direkt in die jeweiligen Discords einmal, gibt es den Osrine-Discord oder den ODZM-Discord, wo auch immer, Hauptsache ihr postet die Clips, damit wir diese später für das Highlight-Video verwenden können, das wäre für uns halt eine riesengroße Hilfe, beziehungsweise ohne würde das nicht gehen, also dementsprechend, wenn ihr da ein paar Clips habt, bitte gerne posten. Und damit auch geht es los und Rose wieder auf der Saria. Ja, jetzt muss man natürlich aufschauen, wie ich schon bereits erwähnte, dieses eine Drittel kann jetzt nochmal sehr kritisch werden. Apex ist wieder direkt mit der Floats, kommt durch und Cookie auf dem Reinhardt. Mal gucken, ob das vielleicht zum Verhängnis werden kann. Der hat weniger Mobilität als dieser Winston Exo, der auch schon wieder direkt auf den Highground springt. Also man muss gucken, dass man diese Rotation abfängt, aber Cookie ist direkt down. Ja, der war da zu schnell einfach unten und damit auch komplett ohne Hilfe einfach am Start. Mit dem Discord ist er da leicht gefundenes Fressen, was da direkt verspeist wird. Hin und her geht die ganze Sache, aber keiner kommt hier lebend raus, denn Bayern Apex rennt ihn einfach die Bude ein und zieht damit weiter mit einem 2:0. 2:0 für die Bayern soweit. Exo auch hier mit dem Play, natürlich ganz klares Main-Tank-Play hier. Du hast es, glaube ich, in den letzten Wochen auch schon erwähnt. Exo, einer der stärkeren Main-Tanks, die wir in der Liga so haben. Und er, wenn er mal Blut geleckt hat, dann will er mehr. Und ja, genau. Ignorieren wir das. Cut the stream. Ignorieren wir das. PMA-Boys, sage ich nur an der Stelle. Wir wollen hier keine Toxicity spreaden oder sowas. Ach du, ist ja taktisch. Taktisch. Ja, ja, also er wollte den Damage, er hätte genau. ja noch schießen können im Fall. Ist alles möglich. So sieht das aus, ne? Jede HP. Jede HP. Nein, aber Apex auf jeden Fall, 2:0, sehr dominant. Die Games sind umso wichtiger. Ich habe ja gesagt, wir gucken ja schon mit einem Auge Richtung Playoffs. Und so langsam aber sicher müssen die Spieler, muss es denen bewusst werden, es geht langsam um alles. Und ja, Predators, die haben ein gutes Line-Up, die haben richtig gute Spieler auch. Das ist sehr machbar für die. Ich finde einfach nur irgendwie, ist momentan die Koordination einfach nicht da. Ich weiß nicht, vielleicht müssen sie sich warm spielen. Ja, das ist halt echt einfach so die Sache. Ich denke, also einfach, dass Bayern Apex da ein bisschen einfach besser den Plan hat auch, wie sie das Ganze angehen, wie sie dagegen halten oder sonstiges. Ja, und bei Predators, also ich denke, so langsam aber sicher sollten jetzt hier die Glocken angehen, dass sie sagen, okay, wir müssen wohl die Saria auch fokussieren, damit halt Rose nicht so viel einfach machen kann, was er will. Dann seien wir ehrlich, halt, ne? Die erste Graffy, da hat das Ganze erstmal ins Rollen gebracht und auch danach hat er kontinuierlich den Charge bekommen und das wäre da vielleicht eine Option, ihn da ein bisschen besser anzugehen. Ich sah auch nichts mehr über Semi seine Diva, also das hat mich absolut impressed. Ich weiß nicht, wie die ganzen Divas auf einmal diesen Trick drauf haben, aber ne, sie fliegen weg, drehen sich um, fressen die Graph richtig stark. Da muss man erstmal Game Sense für haben. Ja, das ist wirklich absolut insane. Wir haben es auch letzte Woche gesehen auf Busan Mecha Base, glaube ich, war das, ne? Da, wo du gerade auch schon angesprochen hast, wo er sich einfach mitten im Flug umdreht und diesen insanen Graph irgendwie gefressen hat. Also die haben wirklich seit Wochen nichts gegessen. Ich glaube, seit Beginn der Goatsmitter quasi kann man sagen, es sind Diva-Spieler quasi am Verhungern und deswegen haben sie sich dann einen neuen Snack gegönnt. Also da muss man wirklich aufpassen. Nichtsdestotrotz, man hatte auch immer diese Bubble-Rotation, vor allem bei Saria, wie du schon sagtest, immer diesen Charge schon da. Man konnte dementsprechend Rose immer schnell diese Ult farmen. Es ist natürlich immer so ein Punkt, den man bei Predator das beachten muss, dass man halt erst guckt, dass die eigene Saria Charge bekommt. Und dann engaged man erst, also erstmal eine Bubble Rotation mit reinholen, dass man dann quasi denselben Charge hat und dann versucht man erst irgendwie zu contesten. Ich glaube, dass sich die Predators da einfach
ja, die waren einfach ein bisschen zu flott mit ihren Fingern heute. Die wollten das einfach ein bisschen zu eilig. Und dann sind es halt dementsprechend immer zu schnell auf den Highground. Wie du schon sagst, ist dann auch Cookie zu schnell vom Highground runter. Da müssen sie ein bisschen gucken, dass sie die Koordination noch reinbekommen. Denn die Spieler sind gut, die Spieler sind heiß. Und Hanamura wird auch die nächste Map, 2CP, unser Favorite Map Standard Modus. Wie sagt man so schön? Ja, einfach, jeder einfach nicht über 2CP reden. Das ist verbreitet nur schlechte Laune. Aber apropos schlechte Laune, apropos, hast du das, wir haben das abgesegnet bekommen übrigens, mit dem Trailer. Abgesegnet bekommen? Wir dürfen den zeigen, wir sollen den zeigen. Wir sollen den zeigen. Ja, also wir haben natürlich, vielleicht erinnert sich ja der ein oder andere Zuschauer, wir hatten ja den Berlin-Trailer vor einigen Wochen und die Predators haben ja auch einen Trailer, der relativ lustig ist, muss ich sagen. Und wir sollen den zeigen, on stream. Also ich weiß nicht, ob du das da noch einbinden willst. Also ich kann den gerne jetzt zeigen, also wenn du willst. Ne? Geht auf deine also Kappe. Das geht auf deine Kappe. Ja, dann. Ja, das nehme ich gerne hin, das nehme ich hin. Ja, dann würde ich mal sagen, ab geht der Film, ne? Alles klar. Qualität habe ich auf volle Pulle eingestellt. Das war 1080p, ob ihr es glauben wollt oder nicht. Ja, keine Ahnung, was da passiert ist, aber ne, go Ghost Guys, go Ghost. Es ist der Official Trailer, was sollen wir da noch sagen? Ich meine, jedes Team hat natürlich die Option, sich so vorzustellen, wie sie wollen. Hammer. Einfach nur Hammer. aber ja, ich denke, damit kann es auch dann gleich direkt weitergehen. Hier zwischen Bayern Apex und Hessen Predators. Und mal schauen, ob sie so gut performen wie in dem Trailer gerade gesehen. Denn sie sind natürlich da, ja, brauchen einfach den das Comeback so langsam. Ansonsten ja, sieht das ein bisschen schlecht für sie aus. Und damit würde ich auch sagen, fucken wir nicht lange rum. Und dann gehen direkt ins Game hier rein. Meine Damen und Herren, es geht auf Hanamura. Und damit immer noch 2-0 für Bayern Apex. Hessen Predators müssen angreifen und müssen mal jetzt zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, auf jeden Fall. Man hat natürlich vielleicht neuen Mut gefunden durch diesen Trailer, auch wenn er auf 144p war, wie der ein oder andere im Chat schon angeklungen hat. Kann man eventuell jetzt nochmal ein bisschen Motivation reinholen, vielleicht ein bisschen die Synergy polieren, mal so drauf achten, wie man jetzt vielleicht ein oder andere Comp runterspielt, denn 2CP, Hanamura, natürlich sehr Goats-lastig wieder mal, vor allem im ersten Punkt, aber das Wichtige ist, Apex hat wieder eine eigene Strat, die sie schon seit Wochen durchspielen hier auf diesem ersten Punkt. Und das ist diese Bastion-Maze-Strat. Ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast. Da gab es das ein oder andere gute Highlight, wo sie nicht mal durch den Choke gekommen sind quasi. Einfach bei Bastion und Maze komplett hinein. Oh, Bastion und Maze sind natürlich zwei meiner Lieblingshelden. Mag ich sehr gerne gegen zu spielen. Gerade, ne, ich denke... Ja, das ist natürlich einfach gerade bei so einem Chokepoint ja sehr, sehr stark. Ne? Sind wir ganz ehrlich, ne? May natürlich wunderbar einfach mit der Wall. Wir kennen es alle. Der Albtraum von Ranked, wenn man Hanamura sieht, dann weiß man ganz genau, wenn da eine May auf mich wartet, dann ist es meistens auch vorbei. Und ja, natürlich, hier kann man auch sehr schön auf dem Highground spielen. Das haben sie halt auch bewiesen, du sagst es. Und ja, auch gerade der Dive, wenn wir ehrlich sind, hat ja auch davor nicht so ganz gut ausgesehen einfach bei den Predators. Und deshalb, ja, die größte Schwachstelle gegen so ein Bastion, also die größte Schwachstelle, die ein Bastion mit sich bringt, ist halt ein wirklich starker Dive, auch gerade mit so einer Sombra oder sonstige mit dabei. Da ist auch Levin direkt mit am Start und wenn das gut ausgeführt wird, dann haben sie da immer noch gute Chancen. Er steht auch richtig gut, kann auch direkt Sasuke, wie es aussieht, hier hacken. Nur mal schauen, wann der Call kommt. Ja, man wartet natürlich ein paar Cooldowns noch ab und versucht, glaube ich, Sasuke so schnell es geht rauszubekommen. Und es gelingt auch perfekt. Man kriegt auch noch einen Freeze auf Cookie, aber nicht so weit. Der Punkt trotzdem muss gecaptured werden, auch wenn man jetzt den ersten DPS-Spieler rausgenommen hat. Hat man natürlich jetzt die Option, nochmal auf der Seite von Peter, dass sich neu zu positionieren, vielleicht den einen oder anderen Winkel noch anzugehen und dann vielleicht Ponder oder vielleicht auch Fayman rauszuholen.
So, und damit will jetzt hier Phoenix auch zeigen, einfach, dass er den Genji beherrscht. Und da ist die Wall, da sind sie alle mit eingefahren. Guckt ihr auch, der Erste, der jetzt hier down ist, der Supercharger ist schon bereit. Und Hexo, der kann jetzt auch mit der Orisa richtig loslegen. Kriegt hier Phoenix raus und damit will man sich lieber nicht anlegen. Denn so eine Mei mit einer Orisa, die tun ganz schön weh. Ja, vor allem diese Bongos, diese so viel Ult-Charge auch für das Team dann zur Verfügung gestellt. Man hatte zwei Support-Ultimates dadurch jetzt bekommen. Man hat auch Rose's Blizzard. Sasuke musste natürlich auf Tracer wechseln, weil er halt early im Fight als Bastion gestorben ist. Nichtsdestotrotz, man hat auch Nanoblade auf der Seite von den Predators. Ich glaube, Nanoblade könnte diese Win-Condition sein, von der man halt vorhin gesprochen hat, mit der sie vielleicht gewinnen können, aber auch Lemon mit der EMP. Und wenn man beides kombiniert, ist das sehr schwer zu countern. Man hat keine Fähigkeiten und ist einfach hilflos diesem Blade ausgesetzt. Oh, und damit der Nanoboost nicht auf Phoenix gelandet, sondern eher auf dem Winston. Wollten wohl das Blade sparen, weil sie wussten, da ist eine Transzendenz. Denn der zückt er sein Schwert, jetzt geht er nach vorne. Der Blizzard wird auch entfacht, mitten auf dem Punkt, aber trotzdem ist er in der Tat down. Die Mercy wird angegangen. Der zweite Slash trifft zwar nicht, Ponda aber noch ziemlich low, wird doch hier fallen. Keine Supports mehr auf Seiten von beiden Apex. Hier, Exo fällt als nächstes und Phoenix schlitzt sich einfach durch. Richtig schön ausgeführt, die ganze Sache. Und damit können sie hier sich den ersten Punkt gönnen. Da haben sie auch nur 2 Minuten gebraucht. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Zeit, die sie da noch übrig haben für den zweiten Punkt. Die Frage ist natürlich auch, ob man dann die Combo, so wie sie jetzt ist, direkt weiterspielt. Oder ob man dann einen Switch macht. Denn ich glaube, die Predators haben sich das genau überlegt, wie sie das heute runterspielen. Ich glaube, die haben sich hier schon eine Strat überlegt gegen die Apex. Und man versucht das jetzt wieder mit der Floats Composition. Apex auch direkt auf Floats gewechselt. Also wir sehen jetzt wieder geballte Goats-Action hier über den Highground, hoffe ich zumindest. Und man guckt natürlich, welche Ults man auch ready hat. Es ist Lord Josh mit der Self-Destruct und Raffet auch mit dem Beat. Damit haben sie schon mal einen Ult-Verteil. Oh, da kommt aber, wie es aussieht, direkt der Self-Destruct und ein bisschen Druck aufzubauen. Und jetzt kann man auch direkt nach vorne gehen. Exo ziemlich aggressiv und oh, der stirbt innerhalb einer Millisekunde, wie es aussah. Richtig viel Schaden auf den Affen fokussiert und damit kann Exo nicht mehr mitmischen. Der Vorteil steht, sie gehen aggressiv. Semi verliert auch seinen Mac. Rose versucht nochmal sein Bestes und kriegt sogar Lord Josh. Der kann sich damit nicht remaken. Das könnte vielleicht hier ausreichend sein, um den Punkt hier zu verteidigen. Hier geht's weiter. Sasuke ziemlich low. Immer noch wird hier der Schaden ausgeteilt. Ponda an der Seite muss aufpassen, kommt auch nicht mehr raus. Phoenix ist zu stark. Der Discord war auch da. Das erste Drittel ist eingenommen. Das zweite Drittel nicht mehr weit entfernt. Semi will contesten und Cookie ist der nächste, der fällt. Rose nimmt sich hier die Kills mit Alzaria und kann damit für sein Team die ganze Sache drehen. Da ist der Rally am Start und Rose hat doch gleich wieder die Grab. Ja, und jeder Pick ist hier wichtig. Man hat als Verteidiger natürlich den Vorteil, dass man näher am Punkt ist. Die Graph ist auch instant draußen. Das sind 3 Leute drin und der Suke schwingt sich halt einfach nur noch durch die Massen mit dem Discord-Drop zusammen von Feynman und kann halt das komplette restliche Roster von dem Predators einfach mal direkt mitnehmen. Und wie du schon sagtest, Rose einfach eine wirklich starke Leistung. Einfach hier kannst du dich überall den einen oder anderen Kill mitnehmen und die sind halt einfach ausreichend, um den Punkt am Leben zu erhalten für die Apex, um diese Respawns reinzubekommen. Denn dadurch, dass es 2CP ist, dadurch, dass man direkt am Punkt spawnt, ist es dieses Kill-Trading einfach so viel vorteilhafter. So sieht es aus. Also wirklich, Rose, keine Ahnung, wie der das hinbekommen hat, aber wieder mal diese eine Graph, die ganze Sache dreht. Also auch, dass am Anfang da Lord Josh bekommen hat, dass er so aggressiv halt einfach spielt, ne? Also ich glaube, das machen nur wenige Saris. Nur wenige Saris wissen genau, wie viel Schaden sie austeilen, wie aggressiv sie gehen können. Aber jetzt kommt wieder Levin, kann engagen, kann hier den Start setzen. Die Transzendenz aber denied das komplett. Levin bekommt auch da direkt die Rechnung oben auf die Stirn geschrieben. Und damit, ja, legt man sich wohl eher nicht an, denn hier immer noch Apex ziemlich stark unterwegs, können da einfach sich dann nichts anmerken lassen. Predators müssen direkt zurückfallen. Predators müssen auf jeden Fall zurückfallen. Man ist viel zu split in den Fights. Also man hat viel zu viele Split-Targets. Man weiß nicht wirklich, wo man hingehen soll. Man hat zwar die Graviton-Search gezündet und die war auch relativ groß, weil man musste die Transcendence nämlich ziehen. Aber trotzdem, man hätte die Combo gehabt mit Lodge of Self-Destruct. Da müssen die Predators wirklich darauf aufpassen, wenn sie schon Ults benutzen, dass sie die zusammen kombinieren, dass sie da irgendwie mehr Value, mehr Nutzen einfach rausholen können. Man zieht auch schon direkt die Rally hier mit Phoenix, probiert über den Highground reinzugehen. Mal gucken, was die Apex davor haben. Und da hat man versucht, die Graph zu fressen. Trotzdem kommt diese durch, die Bombe auch. Und damit die Combo reicht einfach aus. Damit kann man gut gegenhalten. Apex hier wunderbar. Sichert sich weitere Zeit. Und ja, spielen das wirklich wie am Schnürchen einfach nur runter. Da wird sogar bis zum Spawn hier gechased. Also ziemlich aggressiv, aber das können sie halt machen. Denn sie wissen natürlich ganz genau, hier kann Predators nicht zurückschlagen. Und ja, also auch so ulttechnisch sieht das bei den Predators einfach nicht so gut aus.
Ja, die Kombos sind clean. Das muss man in Apex lassen. Natürlich kann es halt gefährlich werden, sobald die Predators selber ihre eigenen Kombos reinholen. Man hat zwei Ults. Man hat natürlich jetzt nicht so viel. Man hat nur den Beat. Und man hat auch nur Self-Destruct von Lord Josh. Immer noch übrigens. Und auf der Seite von den Apex hat man beide Support-Ultimates eigentlich ready. Und genauso wie auf die Primal. Also wie du schon sagtest, ein leichter Vorteil ist schon mal für die Apex. Trotzdem engagiert man direkt mit dem Beat. Man versucht wirklich alles zu benutzen. Man versucht da echt wirklich gut gegenzuhalten. Da kommt auch direkt der Self-Destruct. Man hat wohl noch, man hat den Britischicht. Und damit bleibt man erstmal sicher. 5 gegen 5. Hier geht's weiter. Phoenix in die Ecke getrieben, kommt aber trotzdem noch irgendwie hier raus. Man versucht sein Bestes. Alle in dieser engen Gasse, bei dieser Treppe. Und damit immer noch keiner, der hier wirklich down geht. Exo jetzt springt da rein, hat den Disc drauf, wird auch fallen. Aber eine gigantische Graph, da sind alle drin. Die Counter-Graph nur auf Rapid und auf Phoenix. Das kann aber trotzdem ausreichend sein. Jawohl, man sichert sich nämlich hier die Gegenkills. Und damit kann man nochmal gegenhalten. Trotzdem, das zweite Drittel ist weg. Ja, 83,5%, um genau zu sein, von diesem zweiten Drittel konnte man sich hier schon sichern. Aber es ist nur noch eine Minute übrig und diese letzte Minute wird, glaube ich, nochmal richtig spannend. Die Predators müssen zeigen, was sie können, was sie gelernt haben in den vergangenen Wochen. Denn das sind diese entscheidenden Spiele, die sie jetzt haben. Sie können sich das eigentlich gar nicht mehr leisten, hier irgendwelche Spiele zu droppen. Und die Apex können sich den Tagessieg quasi ja schon direkt holen, wenn sie hier diese Map einfach noch mitnehmen. Deswegen einfach nochmal gucken. Sie versuchen es jetzt auch schon direkt über den Punkt, einfach direkt rauf zu marschieren, um vielleicht noch den einen oder anderen Tick rauszuwetten, denn Exo ist wieder sehr aggressiv unterwegs. Oh, und damit jetzt hier Ponda, der Erste, der hier fällt. Wieder mal kriegen sie den Vorteil und den müssen sie jetzt gut ausbauen. Müssen da jetzt nach vorne, einen nach den anderen angehen, chill mit dem Discord arbeiten, aber da kommt der Self-Destruct und der findet leider kein Ziel. Das ist eine gute Option für die Predators, hier und jetzt den Punkt auch einzunehmen. Semi ist discorded, Semi ist hier auch das Ziel, aber sie verlieren trotzdem sehr viel AP. Lord Josh auch seinen Mac, die Soundbarrier kommt raus und jetzt geht's richtig rund. Die Rally ist gleich bereit. Immer noch fliegen hier die Ultimates links und rechts, aber einer, der gleich wieder glänzen kann, ist Rose, denn er hat seine Griff. Und hier und jetzt kann er die Sache für sein Team entscheiden, wenn er die Ultimate gut hier setzt. Levin ist nämlich jetzt schon down und da würde die Griff fressen. Sehr stark von Lord Josh, sieht die Option, aber kann trotzdem Predators es noch schaffen. Es bleibt immerhin schwierig, denn Apex schlägt zurück und nimmt die Kontrolle hier ganz leicht an sich, lässt einfach niemanden hier durchkommen und kann richtig starken Fokus beweisen. Dabei bleibt es bei den 83,5%. Predators kommen hier nicht durch. Und damit auch der, ja, Second Point Hold, muss man ja sagen. Gut gespielt von den Apex, das kriegen nicht so viele Teams hin, wobei es relativ einfach sein sollte in der Theorie, als verteidigendes Team. Die Predators müssen jetzt wirklich aufpassen. Sie müssen schauen, dass sie dieses, ja, dieses Hanamura-Spiel besser verteidigen als die Apex, denn sonst ist es nämlich schon wieder vorbei mit dem heutigen Spieltag. Und ja, ich weiß nicht, was ich zu Predators noch groß sagen soll. Wir haben das meiste ja schon angesprochen in den vorherigen Games. Die Koordination ist nicht on point. Die Ults werden nicht wirklich kombiniert. Also man versucht es zwar, man sieht die Ansätze, aber es will irgendwie nicht so wirklich das Positioning nicht wirklich da, wo es sein hätte sollen. Also man muss wirklich nochmal vorsichtig sein. Man muss wirklich aufpassen, wie man das Ganze machen will. Man hat auch ziemlich viel über den Highground gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist. Man hat so viel auf dem Highground gespielt, statt auf dem Punkt. Man will eigentlich versuchen, dass man die Leute auf den Punkt forst und dann quasi diese Cooldowns forst von den Apex, um dann wieder zu engagen. Aber Predator das ja, leider nicht so auf der Spitze ihrer Leistung heute. Nicht so wirklich. Also der Fokus, man, du sagst es, der war da einfach nicht so ganz gegeben. Und wieder mal auch Rose, der da einfach komplett freie Bahn hat. Ne? Also der ist da sehr, sehr sicher ganze Zeit, wird da kaum angegangen. Währenddessen auf der anderen Seite halt Levin richtig schwer Probleme hat, einfach gegen die Comp von Apex gegen anzutreten. Einfach jedes Mal, wenn er da zu weit vorne ist, wird er einfach direkt, ja, ins Visier genommen, ist da auch dementsprechend schnell down. Kuri aber jetzt auf dem Reinhardt und das könnte hier die Sache vielleicht nochmal drehen. Vielleicht kann er jetzt hier das Ganze carryen, aber ich denke auch gerade gegen Dive mit einer Sombra vor allem, da hat ein Reinhardt nicht ganz so viel Spaß. Ja, dadurch, dass halt Apex jetzt in der Attack ist, haben sie natürlich immer die Wahl, welche Comps sie spielen. Ich glaube, man will noch den einen oder anderen Swap machen. Also Apex spielt das gerade ein bisschen langsamer. Man hat anscheinend noch vor zu wechseln. Ja, Exo geht jetzt auf den Reinhardt. Also wir sehen sogar einen Reinhardt gegen Reinhardt Battle. Das ist sehr, ja, man muss schon fast sagen, mutig hier von den Apex, dass er das auch so durchzieht. Man wechselt komplett von dieser Dive Composition weg und versucht, dieses Mirror-Matchup einzugehen. Man hofft wahrscheinlich darauf, dass man einfach individually besser ist als die Gegner, als die Predators. Und man will auch, glaube ich, direkt reingehen, denn Simi versucht dann im Maywall zu wetten, aber hat das nicht wirklich funktioniert. Ja, nicht so wirklich. Also Phoenix, der wartet da noch. Die
den richtigen Moment einfach ab. Aber auch hier Apex, die sind sich noch nicht so ganz sicher. Man könnte mit dem Speedbuster natürlich gut agieren, alle zusammen. Und das wird doch hier passieren. Jeder ist durchgekommen, richtig starke Öffnung. Der Shatter auch komplett in den Schild, gar kein Problem. Hier für Exo, Cookie auch ist direkt down. Und damit geht es los. Bayern Apex im Vorteil, müssen gut gegenhalten. Sind im Haus, da ist jetzt aber die Wall. Und Exo ist alleine, das ist eine gute Chance hier für Predators. Und das sieht auch gut aus. Der Rally direkt hinterher. Transcendent sehr stark von Fame. Und damit kann er zu seinem Team aufschließen. Und hier vielleicht die ganze Sache drehen. Mal schauen, wie es weitergeht. Die Wall steht mal wieder. Clary ist hier down. Bayern Apex ist auf dem Punkt angelangt. Und jetzt hier muss man irgendwie die ganze Sache retaken. Das wird nicht leicht. Versuchen das über die Main Door. Cookies aber da zur Stelle. Kann vielleicht jetzt hier den Trupp anfeuern. Kann nach vorne gehen. Rapid ist auch damit zur Stelle. Grindet ein bisschen auf der Glocke rum. Da kommt aber eine Soundwave von Pond dazu erst raus. Cookie auch direkt wieder down. So schnell wie der auch hergekommen ist, fällt auch wieder zurück in den Spawn. Und damit Apex lässt sich nichts anmerken. Räumt hier auf und nimmt sich gleich den ersten Punkt. Ja, das kann man nicht mehr halten, glaube ich, von den Predators. Der erste Punkt wird auf jeden Fall an die Apex gehen. Und wie man auch schon gesehen hat, die Walls von Phoenix waren eigentlich richtig gut. Also man hat wirklich die Optionen gehabt, aber leider war der Follow-up nicht wirklich on point. Man hatte nicht wirklich mit dem Speedboost reagiert und die Apex Steamrollen dann auch schon durch. Die haben die Graviton, die zünden sie auch direkt auf den Punkt mit der Kompass Öffnung. Vier Leute sind da drin, Soundbaby aber genau richtigen Time. Der Counter-Shatter sitzt aber richtig stark und damit hier kann man richtig gut glänzen. Der Blizzard kann die Sache nochmal richtig stark drehen hier. Und das war hier wirklich wichtig von Phoenix, dass er seine Ultimate da gut setzt. Ansonsten hätte das richtig böse enden können für Predators. Sehr starker Shatter hier von Exo, aber kommt natürlich gegen den Blizzard leider nicht so gut an. Und jetzt aber hat man nicht mehr so viel, nur Cookie, der da ein bisschen alleine mit seiner Ult da steht. Cookie alleine natürlich mit der Ult und 5 Minuten 20 auf dem Timer, also man muss wirklich jetzt sparsam sein mit seinen Ultimates, vor allem auf der Seite von den Predators. Man darf jetzt nicht zu viel herschenken, denn man hat so viel Zeit, die man überbrücken muss, man hat so viele, ja, potenzielle Fights, die man verlieren kann. Man muss gucken, diesen Spawn-Adventure auszudrücken. Die Apex aber rotieren anscheinend über den Lowground, obwohl man gegen Phoenix auf Mesh spielt. Also interessante Entscheidung, die sie davor haben. Man kriegt auch direkt eine Wall und einen Shatter hinterher. Und da liegen auch ein paar der Charge hinterher. Feynman ist down, Counter, Charge aber genauso. Und ich glaube, Exo, der nimmt ihn ein bisschen auf eine Weltreise. Aber ja, die hat ihm wohl nicht so ganz so Spaß gemacht, denn da kriegt er direkt den ganzen Schaden, den ganzen Fokus von dem anderen Team und ist down. Sasuke genauso. Einer nach dem anderen wird natürlich jetzt hier nochmal mitgenommen, damit sie da auch so viel Ultra-Charge wie möglich ansammeln. Denn, wie gesagt, sie waren ja da immer noch ein bisschen weit hinten. Level aber hat jetzt die Grav und das ist, glaube ich, hier das Wichtige, dass sie da diese ja, großen Ultimates bereit haben, während Apex da noch ein bisschen farmt. Ja, ich will mal ehrlich sein. Man müsste natürlich auf der Seite von Apex, ich glaube, einfach nur 6 Ults stacken. Und dann mit einer großen Ult die ganzen Ults von den Predators rausholen und dann auf den Punkt gehen. Dementsprechend, wenn Levin hier eine schöne Grav setzen kann, kann das nochmal sehr entscheidend werden, um vielleicht die ein oder andere Apex-Ult rauszunehmen. Aber die Wall von Phoenix ist einfach mal wieder on point und splittet die Apex. So, und damit geht's auch direkt los. Die Grav ist da und ja, damit kann man gut gegenhalten. Der Shatter wäre aber komplett geblockt. Schön in den Shield hier rein. Soundbarrier einfach, um den ganzen Feind ein bisschen in die Länge zu ziehen. Cookie droppt nochmal runter. Der Shatter sitzt und er ist auch direkt down. Sehr stark. Die Transnet kommt zu spät, aber die Grav, die ist gewaltig. 5 Leute sind da drin. Die Bombe komplett daneben. Die Maywall blockt das alles ab. Predators aber trotzdem werden hier fallen, werden abgerissen. Denn Rose, der leuchtet einfach heller als die Sonne und zeigt immer wirklich hier, wo der Laser ist. Levin wird da einfach an der Seite fallen. Cookie genauso, der fällt einfach. Der schmilzt dahin mit dem Discord und mit 100 Chart. Ist das kein Problem für Rose. Der ist nämlich auch schon wieder bei 60% und der nimmt sich einfach jeden mit. Der kennt da gar nichts. Keine Gnade oder sonstiges. Apex kann hier den Fight dominieren und jetzt können sie sehr schön einfach einen nach dem anderen angehen. Der hier versucht den Punkt zu contesten. Rose, der absolute MVP, klärt hier den Fight. Auch wenn die Graf nicht so viel Erfolg hatte, trotzdem hat er das Aim und damit für sein Team das 3:0. Und der Tag ist, das muss man natürlich auch noch dazu erwähnen, für die Apex an der Stelle. Also nehmen damit auch schon eines dieser wichtigen Spiele für die Playoffs mit. Lord Josh mit dem Play of the Game, mal schauen, da hat er, glaube ich, rumgeschwungen, Maus 1. Mal gucken, schön, was er da genau gemacht hat, einfach nur wunderschön. So, sowas will man sehen von seiner Brigitte, ganz ehrlich, Solo-Queue oder im Tournament, genau das. Genau so, nicht anders. Brigitte, ein wunderbarer Hero. Aber auch, muss man sagen, starke Plays von Phoenix immer noch auf der May. Also, das war wirklich, wirklich stark. Gerade diese
Diese eine Blizzard einfach, obwohl sie dann einen heftigen Shatter kassiert haben, trotzdem hat er einfach alles eingefroren und dann nochmal diese Warn am Ende, um da auch den Self-Destruct abzuwehren, der sowieso ein bisschen komisch geworfen war, sind wir ehrlich. Aber ja, trotzdem, die Plays waren auf jeden Fall da, hat aber nicht ausgereicht. Und das war halt wieder Rose, der dadurch einfach sich durchgelasert hat. Also der Fokus ist da definitiv nicht auf ihm. Er hat da ein freies Feld gehabt. Ist auch schwierig, an ihn ranzukommen, denn das Team an sich spielt ja gut zusammen. Das muss man ja auch erwähnen, dass sie da wirklich sich nicht splitten oder sonstiges, sehr stark beieinander stehen, einfach gerade, weil sie wissen, da ist eine May auf der anderen Seite. Da können wir alleine, wenn wir uns splitten, ja, direkt den Fight verlieren. Und deshalb versuchen sie da so gut wie möglich beisammen zu stehen, dass sie da sich auch jedes Mal helfen können. Und das sah halt einfach richtig stark aus. Und jetzt die letzte Map, das ist wohl Route 66. Mal schauen, ob sich hier die Predators wenigstens noch den Ehrenpunkt sichern können. Ja, der Ehrenpunkt wäre, glaube ich, schon wichtig. Vor allem, wie ich schon sagte, die Predators haben noch vier wichtige Spiele vor sich in diesen letzten Wochen. Und davon ist jedes Match wichtig, jeder Punkt, den sie mitnehmen können, entscheidend, ob sie sich dann am Ende für die Playoffs qualifizieren oder nicht. Deswegen da nochmal, klatscht nochmal fleißig in die Hände, vor allem im Chat dann auch. Spamt nochmal eure Emotes, haut nochmal raus, eure Copypastas, was ihr da so ready habt. Unterstützt die Predators, weil die brauchen es jetzt nochmal, vor allem in dieser letzten Map. Und ich glaube, wir können auch damit schon direkt in die Map reinstarten. Damit geht es direkt los, meine Damen und Herren, auf die letzte Map dieser Begegnung, zumindest Bayern Apex gegen Hessen Predators. Hier geht es los. Route 66 und es steht 3-0. Mal schauen, ob es der Ehrenpunkt wird oder nicht. Ich kann auf jeden Fall eins sagen, ich denke, hier werden wir wieder jede Menge Tanks sehen, denn es ist ja immer wieder beliebt. Gerade beim ersten Punkt kann man da sehr stark mit agieren, mit einer Ghost Comp oder sonstigem. Aber man sieht halt auch die Flexibilität, die sitzt. Mal schauen, aber jetzt einfach wirklich, was könnte Predators da noch irgendwie probieren? Was könnten sie noch irgendwie spielen, um da vielleicht gegen ja dieses starke Zusammenspiel von Bayern Apex klarzukommen? In der Theorie ist es natürlich schwer. Also, man ist 3-0 behind. Vielleicht ist die Motivation nicht mehr ganz so da im Team, wie vielleicht nach einem Reverse Sweep oder so. Also, man muss halt wirklich schauen. Ich weiß, ich kann nicht wirklich readen, wie das Team gerade drauf ist. Trotzdem, man kann natürlich eine Cheese-Strat angehen, das ist immer eine Option, mit dem Bastion vor allem auf einer Payload-Map oder vielleicht mit einem Torbjörn, so ein Pirate-Ship, also da hat man natürlich ein paar Möglichkeiten, wenn man sagt, man ist verzweifelt, man will noch unbedingt diesen einen letzten Punkt mitnehmen an diesem Tag, dann ist das immer eine Möglichkeit, man sieht auch Levin und Cookie schon auf der Hanzo und der Sombra, man will natürlich schon mal scouten, gucken, was die Apex hier auf der Defense spielen, es wird eine Widow Pharah. Pharah sieht man natürlich schon öfters, aber eigentlich mehr in der Offense auf Route und weniger in der Defense. Also das ist eine interessante Entscheidung und auch eine sehr interessante Orisa-Shield hier. So sieht es aus und hiermit ja bin ich mal gespannt drauf, wie Sasuke performen wird auf der Pharah, wie er da den Spam setzen kann. Aber ja, wirklich 3 DPS. Normalerweise haben wir 4 DPS gesehen, auch das ein oder andere Mal. Einfach gerade mit Solo-Take Orisa ist das da gut möglich. Aber Rose, na klar, mit der Widowmaker, wie kann es anders sein? Weiterhin setzt er hier die Shots und ist da auch in diesem Duell Levin, wie es aussieht, erstmal überlegen. Aber es kann sich ja noch ändern. Hier ist noch nichts wirklich fest, aber bis jetzt läuft es. Und ja, hier hat Predators echt Probleme mit dem Pushen. Ja, die ersten 45 Sekunden sind jetzt auch schon gleich rum. Man muss irgendwie gucken, dass man diesen einen oder anderen Entry-Frag bekommt, aber Rose ist halt einfach viel zu stark. Er nimmt einfach 2 mit und als wäre es nichts. Als würde er Kindern ihr Pausengeld wegnehmen. Ich weiß nicht, wie man es sonst noch beschreiben soll. Also da haben sie wirklich einen echt guten DPS-Spieler an Land gezogen. Ich bin selbst erstaunt, weil ich selber hatte noch nicht die Erde mit Rose viel zu tun, als Mitglied von den Bayern natürlich auch. Und man muss vorankommen jetzt. Die Predators müssen gucken, dass sie diesen Frag bekommen. Man wechselt von der Widow auch weg. Man geht dieses Widow-Battle gar nicht mehr ein. Man merkt anscheinend, man kann gegen Rose dieses Widow-Battle noch nicht gewinnen. Man versucht jetzt mit einer Full-Dive. Kommt, man hat die Sombra, man hat die Tracer. Irgendjemand muss behind gehen und was killen. Irgendjemand muss da irgendwie was machen. Und für den Dive hier gehen, ein bisschen Freiraum zu schaffen. Rose aber zieht sich da schon ein bisschen zurück. Immer noch, aber steht da hier. Er steht extra zumindest auch auf der Main Street einfach mit dem Orisa-Schild. Will er da ja einfach nur gegenhalten, einfach nur reinspammen, damit Cookie da Probleme hat mit dem Diven. Wird er wieder zurückgezogen. Die Bubble ist auch instant weg. Cookie gibt sein Bestes, aber ja, so wirklich nach vorne kommt er halt auch nicht. Und das ist halt ein großes Problem, ein riesiges Problem. Vor allem jetzt bekommen sie raus. Und das ist ein starker Vorteil. Da auch direkt die Valkyrie als Antwort. Sie gehen hier nach vorne. Die EP ist bereit. Da sind auch 4 Leute gehackt. Richtig schön anzusehen mit der neuen Animation.
Aber können sie das auch wirklich drehen? Kann Exo da vielleicht den Kill sichern? Nein, er setzt den Supercharger. Er setzt hier nochmal den Damage Boost auf den Boden. Trotzdem wird er fallen und auch so genauso schnell seine Ult. Also nicht sehr viel Effekt rausgezogen. Und hier immer noch Apex am Contesten. Immer noch versuchen sie mit allen Mitteln gegenzuhalten. Aber Predators, die jagen ihnen nach. Und Rose ist zum nächsten Mal da. Wunderschön gespielt von Levin mit den Hacks. Man hat natürlich auch im EMP gesehen, so viele Targets getroffen. Dann im Nachhinein auch nochmal Cookie gehackt, der in der Primary Rage war. Also man hat so viele Fähigkeiten einfach mal denied. Und man hat so viel Ult-Charge dann auch rausholen können, dass man jetzt wieder 4 Ults hat. Nach dem Fight ist vor dem Fight, so sagt man ja. Und man kann in dem nächsten Fight auch schon wieder anfangen, vielleicht sogar einen Snowball zu starten. Nichtsdestotrotz jumpt Exo hier jetzt auch direkt auf die Payload und versucht, diesen Contest noch am Leben zu halten. Und damit hier sehr schöne EMP. Einfach kommt hier raus, trifft zwar nur 2, aber holt gerade Sasuke aus der Luft. Und damit ist er natürlich sehr... ein leichter Kill für Lord Josh, richtig stark, ist einfach nur auf dem, ja, wie auf dem Silbertablett serviert einfach. Und hiermit kann man halten, das sieht gut aus, sie können weiter pushen, kein Problem, die Predators, das sieht doch schon mal besser aus. Das sieht auf jeden Fall besser aus, 3 Minuten 30 haben sie auch noch Zeit für den zweiten Punkt, für diese zweite Hälfte von Route 66. Man hat sich auch noch die Self-Destruct aufgehoben, man hat auch fast die Primal Rage, also... da muss man gucken, man versucht, glaube ich, auch schon early die Positionen einzunehmen. Also man versucht, den Highground zu holen, Levin wieder zum Scout vorzuschicken. Man bleibt aber trotzdem noch auf der Fire. Also Sasuke hat die Barrage ready. Man versucht, eventuell noch ein bisschen guten Damage reinzubekommen oder halt nochmal close zu gehen. Und, oh, ich glaube, ich habe was verpasst. Ja, das war ein richtig schöner Headshot hier auf Clary, der gerade auf der Payload einfach noch rumgesprungen ist. Und hier kann Rose direkt wieder den Vorteil sichern. In der Backline ist da Phoenix wieder am werkeln. Die Pulsum trifft aber nicht ganz und er ist auch ziemlich low. Und ja, da sagt er sich, alles klar, bye bye. Keine Chance, da droppe ich einfach runter. Ja, Freitod ist immer eine Option in Overwatch, vor allem wenn man nicht gestaggert werden will oder Ult-Charge geben will, ist natürlich immer so eine Sache. Man hat trotzdem noch beide Tank-Ults, wie vor dem Fall. Die Payload natürlich schon durch den Choke gebracht, was natürlich die Verteidigung ein bisschen leichter macht für die Apex, dadurch, dass man jetzt einfach diese High-Ground-Position einnehmen konnte. Und man wechselt auch direkt auf den Genji, also Phoenix setzt halt auf den Genji. Man guckt, ob vielleicht der ein oder andere Kill kommen kann, die Self-Destruct ist nämlich draußen. Findet aber leider kein Ziel, die auch die Valkyrie direkt hinterher. Rose ist down, sehr stark hier von den Predators. Der Fokus, der sitzt jetzt diesmal. Und da geht auch Cookie weiterhin aggressiv auf den Senator. Hat natürlich da Probleme, gegen den Mercy Healer wirklich anzukommen. Und damit hier Exo, ja, der ist da ein bisschen in der Gefahrenzone gegen Cookie. Das Winston-Duell öffnet sich, aber Lord Josh mischt sich ein natürlich. Ein bisschen unfair vielleicht, aber trotzdem Predators immer noch im Vorteil und damit fahren sie gemütlich weiter, ohne große Sorgen und die EMP ist auch wieder bereit. Das heißt, Levin kann auch den nächsten Fight richtig gut engagen. Ja, die Payload ist auch in der Bewegung. Urlaubsziel ist der dritte Punkt. Man versucht, glaube ich, trotzdem zu contesten. Die Frage ist, kann man Nanoblade und EMP, was kann man da machen? Was hat man jetzt vor auf der Seite von den Predators? Denn die Apex haben auch 3 Ultimates ready und trotzdem, ich glaube, da kam nämlich... na, da kam doch keine EMP. Doch, da kam, glaube ich, eine EMP raus. Ja, da kam eine EMP raus. Wenn die Ult-Zeige so blinkt, dann heißt es, er hat gerade seine Ultimate benutzt und der Effekt ist da. Und hiermit auch räumt man gut auf. Auch der Nano-Busser hat auf Cookie da sehr viel geholfen, einfach um den Schaden da zu verstärken und einfach noch mehr durchzubrutzeln wirklich. Cookie auch dementsprechend on fire. Und hiermit jetzt der letzte Part beginnt. Cookie springt zurück, obwohl der kurz vor Primary Rage ist. Ich glaube, der will ja lieber für den Reinhardt gehen. Oh, und da kommt das Dragonbear vom Phoenix. Er geht zurück in den Spawn, probiert den Slice. Trifft aber niemanden. Er hat Brigitte gefunden. Hat gewechselt. Schade. Ja, wir sehen wieder die schönste Comp der Welt. Goats gegen Goats und die Bayern aber diesmal super aggressiv. Also man versucht da keinen Meter herzuschenken. Ja, also möchten da direkt an der Payload halten. Das ist ja auch ein offenes Feld. Da kann man natürlich sehr gut mit der Goats Comp hier um die Ecken herumspielen, wie es aussieht. Clary ist auch jetzt schon down. Das heißt, sie haben den Vorteil, sie haben hier die Option. Cookie aber dash direkt zum Spawn wird, aber trotzdem fallen. Und damit haben sie sehr schön mit dem Discord hier gearbeitet. Feynman hatte von Anfang an schon seine Transzendenz, aber trotzdem, die musste er gar nicht erst benutzen. Und das ist ein gewaltiger Vorteil, denn allein mit dieser Ultimate kann man hier in so einem Goats-Matchup glänzen. Ja, und mit 1 Minute 40 Sekunden ist es natürlich echt spannend und richtig close. Man muss gucken, irgendwie diese Payload weiter zu bewegen. Man hat nicht mehr so viel Zeit, um wirklich Ults zu farmen. Man muss gucken, dass man das ein oder andere Kill setzen kann. Die Transcendence vom Feminist draußen, aber Exo ist trotzdem davor gefallen. Richtig stark, dass Predators da trotzdem den Kill bekommen haben. Aber sie verlieren auch Kuke und damit keine Schilde mehr jetzt hier im Spiel. Müssen schauen, dass sie da dieses 5 gegen 5 irgendwie... ja, kontrollieren, aber nein, der Rose, der ist da schon im Spawn und schießt auch einfach in den Spawn hier rein. Der kennt da nichts, hat die Graf und Levin kommt wieder nicht hinterher. Graf ist bereit und Rose, ja, der geht mal sich wieder eine Runde verstecken.
So langsam aber sicher, glaube ich zumindest, zu hoffen, dass die Predators ihre Ults bekommen. Man ist ziemlich close, fast auf allen Ults. Nur der Beat ist noch bei 50%. Und die Apex langsam aber auch wieder 4 Ults. Man zündet instant den Grab und die Self-Destruct hinterher. Aber trifft das was? Richtig starke Combo hier. Simi kriegt 2 Kills. Fast auch noch hier den dritten mit dem Diva Make. Und damit, ja, eine 6-Mann-Grab war es am Ende. Und ja, auch die Transzendenz kann natürlich davon Kirby nichts retten. Super stark von Apex. Trotzdem Ult-Verteil jetzt für die Predators. Man hat 4 Ults, die Rally wieder von Phoenix direkt gezogen. Man versucht jetzt, glaube ich, mit diesem Sustain, mit dieser Armor, diesen Punkt dann doch irgendwie reinzubekommen. Aber haben sie diesen Shatter am Schirm? Richtig stark hier von Exo, hat sich versteckt und lässt es krachen. Der erste Kill, der sitzt. Und nur noch wenige Sekunden sind hier für die Predators am Start. Die müssen schon wieder resetten. Und jetzt sind sie unter Zeitdruck, haben zwar die Ultimates, aber kommen mal wieder nicht dazu, diese einzusetzen. 14, 13, 12 Sekunden jetzt noch, also so langsam aber sicher, man muss diesen Fight gewinnen. Es wird ein Overtime-Push, egal was passiert, ob sie gewinnen oder verlieren, sie müssen in der Overtime durchkommen. Irgendwie, sie haben den Ult-Vorteil, sie haben natürlich jetzt die Möglichkeit, jetzt oder nie, das wäre ihre Chance, da reinzukommen. Der Grav kommt und es sind noch 4 Leute drin. Und da kommt auch direkt der Self-Destruct hinterher, die Combo, die sitzt. Predators räumen hier das Feld, können erstmal diesen Fight gewinnen. Aber du sagst, die Overtime-Situation herrscht und das heißt, sie dürfen einfach das Auto nicht verlassen, müssen nach vorne und mit den restlichen Ultimates arbeiten. Der Shatter ist parat mit der Sound Barrier. Aber ob das reicht, ist hier die Frage. Ob das reichen wird, das werden wir in Kürze erfahren. Rose hat trotzdem die Graviton Surge und wir wissen beide, glaube ich, was das bedeutet. Wenn Rose eine Graviton hat und der zum Leuchten anfängt mit Fight, dann wird es sehr schwierig, den überhaupt zu killen. Wenn ich sogar davor die ganzen Brüder das rausgenommen hat. Und man versucht auf der Seite von Apex einen Punkt einzunehmen, aber trotzdem Raffle mit dem Beat. Oh, gehen da sehr aggressiv. Der Shatter sitzt auch richtig starke Combo. Einfach mal hier kriegt er 4 auf den Boden, aber die Transzendenz war umso besser, denn die kann den ganzen Schaden abwehren. Der Rally kommt nach vorne und da wird die Griff gefressen von Rose. Richtig stark, einfach mal von Lautosch. Damit gehen sie nach vorne mit der eigenen Trance. Kriegen sie hier Exo raus und damit fahren sie weiter. Fahren sie nach vorne. Die Bombe ist da zur Stelle und kriegt man damit die Kills. Jawohl, Riblet ist da. Hat sich versteckt in der Payload, aber wurde gefunden. Die Grab ist auch da. Levin kann die ganze Sache drehen, aber immer noch Bayern Apex schlägt dagegen an. Kriegen hier die Kills, kriegen den Schaden nochmal raus und haben die besten Response. Die Sound Barrier genau im richtigen Moment. Der Charge aus dem Spawn. Levin ist down. Super stark von Exo und der Shit damit dazu. Der kracht hier ein. Man räumt hier auf und Bayern Apex hält hier gegen an. Ja, da war noch der Solo-Graph auf Raffin. Wie du sagtest, man hält vor dem dritten Punkt die Apex damit nicht. Müssen jetzt nicht ganz durchpushen, also man muss trotzdem zum dritten Punkt kommen. Mal gucken, ob die Predators das da irgendwie noch vielleicht am ersten oder zweiten Punkt schon denyen können für die Apex. Aber ja, 2 Punkte, 67,46 Meter haben sie geschoben. Also es ist schon sehr weit dafür, dass sie so lange gehalten wurden. Dadurch, dass so viel Zeit verloren ging, dass sie da am Spawn quasi, man will ja schon, ja man muss eigentlich schon fast sagen, gecampt wurden. Ist es natürlich eine beachtliche Leistung, eine gute Leistung und hoffentlich auch diese Leistung, die sie am Ende dazu bringt, dass sie diesen einen Punkt noch mitnehmen, der auf dem Scoreboard sehr wichtig wäre. Die Frage ist natürlich jetzt, welche Comp spielt man jetzt? Will man es jetzt safe runterspielen? Will man jetzt vielleicht eine Golds Comp spielen? Will man jetzt vielleicht einen Standard-Dive spielen oder vielleicht mit Sombra noch ein bisschen scouten? Oder kommt jetzt vielleicht was super Exotisches, das wir noch gar nicht gesehen haben? Vielleicht kommt jetzt der Pick des Jahrhunderts von den Predators, um die Bayern vielleicht aus dem Konzept zu bringen. Der Pick des Jahrhunderts, also da bin ich mal richtig gespannt drauf, was man da spielen könnte, denn Cookie, der rollt hier schon mit dem Hamster an und der ist natürlich auch sehr, sehr stark, gerade beim ersten Punkt, man hat sehr schöne Optionen damit, aber ja, den muss man natürlich auch da gut beherrschen und man darf nicht zu aggressiv sein und hier auch, ja, 4 DPS, also wirklich ohne die Orisa, normalerweise sehen wir das mit Orisa, aber er will einfach die aggressive Variante mit dem Hammond und damit geht es richtig rum. Meine Damen und Herren, 4 DPS. Mal schauen, ob man damit gewinnen kann. Sie möchten das hier beweisen. Und auf der anderen Seite, Apex, mal schauen, ob sie da eine Antwort drauf finden. Rose ist wieder auf der Widow. Ich weiß, das haben wir vorhin schon erwähnt. Und es ist brandgefährlich, vor allem, wenn man Pharah spielt. Man muss echt aufpassen, dass man da jetzt nicht zu viel Space ergibt. Und dass man diese, ja, diese, ich sag jetzt mal, diese Close Angles einfach hält. Denn sobald Rose Platz gefunden hat, glaube ich, wird das sehr riskant. Extra noch mit dem Swap auf Winston hier, um diesen Dive noch ein bisschen leichter zu machen. Man muss mit diesen 4 DPS irgendwie reinkommen, weil man lässt die Apex da eigentlich ziemlich weit pushen. Ja, dann das ist halt einfach so die Problematik. Ne? Du kannst mit Cookie da nicht zu früh einfach reingehen, nicht zum offenen Felde. Warten natürlich, bis die Pilot an diese Ecke geschoben worden ist. Jetzt geht es los. Jetzt wollen sie den Poke-Schaden hier setzen, wollen irgendwie schauen, dass sie dagegen ankommen. Kriegen noch Exo, denn natürlich gerade gegen 4 DPS hat man als Winston nicht so viel Spaß.
Cookie. Ah, der versucht da sein Bestes auch noch die ganze Sache zu überleben. Kann mit seinem adaptiven Schild natürlich auch meistens erstmal alleine sehr gut gegenhalten. Braucht nicht allzu viel Support, wie es ein Winston vielleicht braucht. Und damit auch, ja, sieht man hier, der erste Push wurde wohl abgewendet. Rose aber immer noch. Die Schüsse kommen draus, treffen zwar, aber leider nicht den Kopf. Drei Minuten sind auch noch übrig. Man hat auch schon die Pulsbomb gefarmt, so wie ich das sehe. Oh. Kriegt auch direkt Exo am Anfang des Fights und den Mac von Simi auch noch. Also sehr schöne Option hier von den Predators. Also diese Defense schaut sehr, sehr konsistent aus. Anscheinend haben sie sich wieder gefunden, aber Rose findet auch den ersten Pick jetzt auf Level und ja. Ein Pick hin oder her ist natürlich die Frage, ob das für die Apex jetzt von Value sein kann, ob man da irgendwie weiterkommt. Ja, Rose auf jeden Fall, der gibt immer noch Vollgas. Hier Lorde auch der nächste, der da ist. Und so langsam zerpflücken sie das Team einfach nach und nach, ziehen sie da ihnen die Blütenblätter raus und fragen sich, ja, kriegen wir den Push durch oder kriegen wir den Push nicht? Und da Phoenix an der Seite kriegt er den Headshot ab. Rose ist einfach am Flanken mit der Widowmaker komplett in der Backline. Jetzt wird er da geshutdown von Levin, aber trotzdem, der Rest ist auch da draus von Bunda. Genauso aggressiv und damit geht es weiter. Die Payload, die fährt weiter. Ja, die Payload geht auf jeden Fall weiter. Levin versucht noch den einen oder anderen, ja, die ein oder andere Sekunde, muss ich sagen, hier rauszuholen für sein Team. Aber nichtsdestotrotz wird Apex den ersten Punkt holen. Man hat natürlich dann noch 4 Minuten und 20 Sekunden genau übrig, um jetzt natürlich weiter zu pushen. Aber die Predators, die geben nicht auf. Die wechseln direkt auf eine Ghost Composition. Aber Rose steht schon am Highground und kriegt Clary. Ja, und natürlich jetzt hier mit dem Ghost kann man natürlich sehr aggressiv einfach spielen auf die Payload. Einfach ganze Zeit versuchen, da den Fight hinzulenken. Und da ist eine Dive, kommt dann nicht ganz so stark. Müssen es aber koordiniert runterspielen und vor allem ja aggressiv. Die müssen wirklich da nach vorne, die müssen zur Payload, die müssen die Ziele um mit dem Speedbus einfach auch komplett überfahren. Denn ansonsten, wenn ja, man da nicht irgendwie an die Kills rankommt, wenn man dann nicht auch sich den Vorteil erschaffen kann mit der Ghost Comp, wirst du mit der Zeit einfach dann fallen. Und da kommt das Blade hier raus. Azuke will die alle in zwei teilen, wird gestunt und nimmt direkt zwei. Sehr stark hier, wie er wieder glänzen kann. Mit dem Support seines Teams läuft das auch einfach runter wie Butter. Und hier kann man sehr schön die Payload dann weiter erstmal nach vorne bringen. Erstmal die ganze Sache klären. Levin fällt. Und ja, auch mit der gesunden Zeit geht es hier nach vorn. Ja, gesunde Zeit. Du sprichst es an. 3 Minuten 15. Also die Timebank sieht sehr gut aus für die Apex. Man hat gerade es auf die Ghosts kommt gewechselt auf der Seite Predators. Deswegen hat man halt noch keine Ults. Und die Apex scheinen mit ihren Ults da irgendwie durchstompen zu wollen. Die haben immer noch 5 Stück an der Zahl ready. Rose mit einem guten Pick auf Clary und Exo, der instant die Primal zieht. Die Payload aber meanwhile wird halt immer noch weiter gepusht. Trotzdem ein schöner Charge von Cookie auf den Punkt. Ja, damit man da contesten kann. Sehr stark. Und hier versucht man jetzt gegenzuhalten. Trotzdem fällt man einer nach dem anderen. Wird hier rausgenommen. Und hier kann natürlich Rose auch auf dem Highground glänzen, ist da komplett uncontested. Niemand, der auch nur zu ihm rüberschaut. Und hier kann Apex sich auch den nächsten Checkpoint sichern. Wir haben jetzt 4 Minuten und ja, damit auch, wenn sie da weiter pushen, natürlich als dieser goldene, als das goldene Kästchen, haben sie auch diese Map in der Tasche. Aber ich bin der Meinung, dass diese 4 Minuten gar nicht so relevant sein sollen, denn man hat dadurch, dass man early auf die Ghostcomp gewechselt hat, den Ult-Vorteil jetzt hat und die Apex dadurch, dass sie jetzt erst wechseln, haben gar keine Tank-Ults. Man muss die Valkyrie early ziehen, aber das reicht nämlich aus, denn Exo fällt. Ja, und damit kann Cookie hier sich den Vorteil verschaffen. Da kommt aber direkt das Dragonblade raus. Man gibt hier Vollgas und Exo wird auch wieder gerast. Aber sehr schöne Griff, um wieder einzufangen. Aber es kann ihn nicht aufhalten. Nichts und niemand stellt sich Sasuke in den Weg. Denn er kommt immer durch zu seinem Nemesis und zeigt hier, wer der wahre Held ist. Aber jetzt erstmal zurück in den Spawn. Und ich denke mal, vielleicht da der wahre Held, der ist wohl wieder Brigitte. Sasuke natürlich auch jetzt mit dem Swap auf Brigitte, wie du schon sagst, wird natürlich die Option für Apex sein, um da voranzukommen. Aber Predators hat Ult Advantage immer noch und diese Ghost Comp ist natürlich so stark, dadurch, dass man diese Ults durchrotieren kann und der Shatter kommt auch instant raus. Oh, in der Charge hier auf Sasuke, man gibt alles, aber da ist die Transzendenz einfach mal. Und hier kann Exo dann ja, leider nicht mehr ganz gut durchkommen, wird da einfach ja, ummarschiert von den Predators und das bis jetzt halten sie gut, haben auch sich schon eine Minute gesichert und du sagst es also wirklich, ja, die Zeit ist da dann doch nicht so ganz entscheidend einfach bei dieser Kombos. Jetzt aber haben sie den Nachteil, den Ult-Nachteil und Rose vor allem die Grab und wir wissen, wie gut er diese platzieren kann. Wird auf jeden Fall wichtig. Man muss natürlich gucken, man hat natürlich dieses Reiner-Battle immer noch im Vordergrund. Beide Reins haben fast ihren Chat, also da muss man auch noch aufschauen, dass das nicht in die Hose geht. Die Self-Destruct trotzdem kommt sehr early raus. Aber der trifft hier auch eine wirklich schöne Graph einfach an der Seite und das kann die ganze Sache hier öffnen. Jawohl, hier die Hälfte schon beseitigt. Das ist der vierte und auch Clary fällt.
Damit fahren sie nach vorne, Leute. Ja, er sagt, bitte, bitte, lasst mich noch ein bisschen am Leben. Lasst mich noch ein bisschen contesten. Aber nein, keine Gnade. Und jetzt geht's nach vorne. Nur noch wenige Meter trennen sie hier vom Ziel, von dem 4:0. Und Exo, der kann es kaum erwarten. Der ist schon ziemlich weit vorne. Das kann ich verstehen. Bei 2 Minuten Restzeit, die sie noch haben, um diese letzten 20 Meter durchzuschieben, ist natürlich schon so eine leichte Vorfreude darauf, dass man diesen Tagessieg mitnehmen kann. Die Surf-to-Suck ist instant draußen, aber noch keine wirkliche Kombo. Jetzt auch der Beat, aber der Shatter ist gewaltig. 4-Mann-Shatter hier von Exo und damit räumt man einfach auf. Sehr stark runtergespielt und damit fahren sie nach vorn. Bayern Apex beweist mal wieder, warum sie so gefürchtet sind hier in der ODCM, in der Overwatch Dach Community Meisterschaft. Und damit sichern sie sich das 4:0. GGs kommen raus von allen Spielern. Apex mit dem 4:0 heute. Ganz klar dominiert, muss man schon sagen. Exo natürlich auch mit dem Player of the Game hier. Ich glaube, wir haben bis jetzt fast immer nur Exo Player of the Games gesehen, wenn Apex gewonnen hat. Muss ich mal die Bots nochmal durchgehen. Und da schwingt es sich einfach nur durch die Graviton Surge mit der Self-Destruct von Simi als Backup. Ja, da macht man halt wirklich nicht viel auf der Seite von Predators. Da waren einfach 3 Ults drinnen. Was soll man da noch machen? Und damit 4:0 auf jeden Fall der Tagessieg geht raus. Ich hoffe, die Predators fassen sich da nochmal. Vor allem in Hinsicht auf Playoffs. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist so wichtig, die Spiele jetzt. Es wird immer closer und closer. Und ich glaube, die Predators waren halt eins dieser 2 Teams, die wirklich jedes Spiel mitnehmen müssen, das sie mitnehmen können. Und ja, heute hat es leider nicht gereicht, aber vielleicht noch nächste Woche. Also da auf jeden Fall nicht aufgeben. Ja, ich denke auch, dass sie da auf jeden Fall noch ein paar Sachen einfach zu feilen haben. Ein bisschen den Fokus besser setzen müssen, weil ich denke, das war so ihre größte Schwachstelle, dass sie da ja nicht schnell genug gemerkt haben, okay, ne, wir müssen da jetzt schauen, dass wir da besser gegen Rose agieren, weil gerade auf der 4. Map jetzt hier auf Router haben sie ab und zu wirklich gezeigt, dass sie auch Rose unter Druck setzen können, dass sie ihn auch fokussieren können. Der hat dann nicht mehr so viel mit der Widowmaker gemacht. Nur halt hätte das auch, glaube ich, ein bisschen früher kommen sollen. Und natürlich auch der Rest muss dann auch schauen, dass sie da sich da nicht von den anderen Leuten holen lassen. Also ich denke, der Fokus einfach, der Gameplan, an dem kann man noch definitiv schleifen. Und dann hat Predators da bessere Chancen beim nächsten Matchup. Man muss auch sagen, Bayern Apex sind natürlich einfach fabelhaft. Ne? Die sind richtig stark und natürlich auch wirklich, also wissen, wie man Tanks zu spielen hat. Das haben sie schon immer bewiesen. Das beweisen sie auch jetzt schon wieder. Und ich will jetzt hier nicht den Coach irgendwie erwähnen, aber ich glaube, auch Ross, der wurde da ja gut eingearbeitet. Also wirklich super ins Team reingefunden, funktioniert super und dementsprechend, also wirklich Bayern Apex, würde ich sagen, Hut ab, das war eine schöne Performance. Ja, das auf jeden Fall. Also da hat man natürlich schon mal ein bisschen Vorfreude auf die kommenden Matches und natürlich auf die letzten kommenden Wochen, will ich ja schon fast sagen. Es sind ja nur noch 3 danach, also und dann geht's halt direkt in die Playoffs rein. Ich weiß nicht, ob du das Dings bekommen hast, das Bild, das ich dir vorgegeben habe. Habe ich bekommen. Den Playoffs, ja. Also man munkelt, wir sollen es angeblich nach dem ersten Match zeigen, aber wir können es auch erst nach dem zweiten zeigen. Also das überlasse ich da ganz dir. Denn ansonsten announcen tun wir es ja dann so oder so. So, ich kann es. Hashtag leaked. Darko mit den Leaks hier. Aber natürlich kann ich euch das gerne zeigen, Freunde. Denn ja, die Playoffs, die stehen hier an und damit, mal schauen, Moment, wir das Ganze machen. Ja, die Playoffs stehen an, Freunde, und da seht ihr nochmal die ganzen Daten hier von der ODCM. Und zwar, das Halbfinale findet statt am 22.02. und das erste Matchup ab 17 Uhr. Geht bis 22 Uhr, jeweils Best of 5. Finale dann am 23. Und ja, das streamen wir auch nur, das Finale. Spiel um Platz 3 wird auch gestreamt, 13 bis 16 Uhr. Und ja, Best of 7 im großen Finale, wie es aussieht. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, Spiel um Platz 3, ich glaube, es wird nicht gestreamt, oder? Ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich meine, dass das Spiel um Platz 3 sogar gestreamt werden soll. Ja, okay. Ich meine schon, also ich bin mir nicht ganz sicher. Und zwar wird es nämlich gesplittet auf Mainstream natürlich, hier bei Nosarino ist natürlich das Finale von 16 bis 20 Uhr und von 13 bis 16 Uhr, glaube ich, dann wird auf dem anderen Kanal gestreamt, soweit ich weiß. Also da wird dann das um Platz 3 einfach gestreamt. Ja, also natürlich, wer sich da dafür dann interessiert, der kann natürlich da gerne vorbeischauen. Wir geben euch natürlich auch dann noch die ganzen Daten durch, auf welchen Stream oder sonstiges. Also am besten ist immer noch dem Discord schön folgen. Ne? Da kriegt ihr natürlich die ganzen Informationen im News-Channel. Da wisst ihr dann Bescheid
Und natürlich ansonsten hier seid ihr da auch schon auf dem richtigen Dampfer, wenn es natürlich um das Finale geht. Also es bleibt weiterhin spannend und natürlich hierum geht es dann auch um den jeweiligen Preispool, wo ich natürlich auch direkt darauf hinweisen möchte, Freunde, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, das ganze Projekt, dann habt ihr damit eine Option direkt unter dem Stream sogar, denn das ist ja einfach nur ein Community-Projekt, also wirklich ohne Sponsoren oder sonstiges fahren wir hier auf und versuchen unser Bestes und möchten natürlich auch die Spieler so gut es geht entlohnen und ja, damit, ihr könnt da gerne helfen, ihr könnt da gerne einfach einen kleinen Beitrag dazu steuern, ihr findet unter dem Stream einfach so einen Balken, da steht ODCM unterstützen, da geht es einfach darum, den, ja, nur um den Preispool alleine. Und ja, der Gewinner nimmt alles, das sagen wir, wie es ist. Also da wird auch noch einiges kommen, wie es aussieht hier. Ich glaube, Darko wollte noch ein bisschen was da reintun, der Simon hat noch was versprochen. Also jeder gibt hier sein Bestes einfach, weil wir wollen natürlich auch, dass die Teams da für ihre, einfach für ihre Mühen, für, dass sie die ganze Season durchgezogen haben, dass sie da auch etwas für bekommen. Und ja, also wir werden natürlich auch weiterhin dranbleiben an der ganzen Sache. Wie gesagt, das ist ja für uns auch erstmal so ein Start, ne? Also ich glaube, einfach so ein Community-Projekt ist ja, natürlich muss man das auch erstmal testen, wie das ankommt oder sonstiges. Wenn ihr da auch irgendwelche Feedback-Möglichkeiten, wenn ihr Feedback geben wollt oder sonstiges, wenn ihr mitmachen wollt bei der ganzen Sache, das Beste ist wirklich, joint einfach auf dem Discord erstmal und da werden alle möglichen Informationen folgen. Ansonsten auch einfach die Webseite schon mal da in Betracht ziehen, Lesezeichen setzen oder sonstiges. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, auch für die kommende Season oder was auch immer. Also da wird, glaube ich, noch einiges passieren hier. Und ja, auch jetzt aber erstmal für die erste Woche brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Und es wäre cool einfach, wenn wir da natürlich dann auch den Teams da was Ordentliches geben können, damit dann natürlich da wir auch ein spannendes Finale bekommen, denn wenn beide natürlich den Preispool sehen, ich glaube, dann wird ein bisschen fleißiger trainiert. Ja, ich glaube, da wird dann auf einmal, da werden die Tücher geholt, sich um den Nacken gelegt und dann wird zum Schwitzen angefangen. Ich glaube, dann wird es so richtig losgehen. Ich glaube, dann sehen wir erst die richtige Power von Ghosts wirklich aus diesen Teams. So sieht es aus. Also da wirklich wird alles gegeben, Freunde. Ja, vielen, vielen Dank für alle, die bis jetzt auch mit dabei sind. Das war's.